Eigentlich ein Hijab heißt, dass die Frau sich von oben bis unten bedeckt mit etwas außer Gesicht und Hände, mit Bekleidung, was nicht durchsichtig sind. Und die müssen ein bisschen weit sein. Und die müssen so lang sein, dass die Frau mindestens eine Elle von ihrem Knöchel länger, Entschuldigung, eine Handspanne bis Elle länger hat vom Knöchel. Und das soll nicht etwas, was, sage ich jetzt, was anlockend ist. Und das soll nicht etwas wie zum Beispiel, die Frau macht extra etwas damit. Die Leute sagen, die Frau mit der Hijab so oder mit Bekleidung so, Thobschuhra nennt man das. Und das soll nicht wie die Kuffar aussehen. Und wenn die Frau das hat, egal jetzt, was sie sich anzieht, das ist kein Problem. Allahu Ta'ala ala wa'ala.